Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU. Dankeschön, dass ihr den Testbericht jetzt hier zum Lentus Thermic mit mir dann vollzieht. Also Testbericht ist immer dahingestellt, macht Spaß. Es ist so, ich habe mir den jetzt hier geleistet, um euch das mal zu zeigen, weil es ist wirklich ein High-End-Modell, was hier Multiplex auf den Tisch bringt. Es ist ein amtliches Teil mit 3 Meter Spannweite, wo die konstruktive Antwort innerhalb des Tragflügels zu einer wirklich unglaublichen Arie von Holmen geführt hat. Das werde ich euch gleich zeigen, um den Vogel überhaupt auch stabil zu kriegen. Na klar, es ist kein Kunstflug, sondern steht ja auch drunter, Thermic-Flieger. Und für den Kunstflug haben wir ja so Ähnliches wie Funray und so weiter und so fort. Aber gehen wir mal dazu über. Der Lentus hier in der R-Version, das bedeutet, der ist ready for radio. Man muss eigentlich nur was einbauen, dann ist es fertig. Ich habe den voll ausgestattet, jetzt um zu zeigen, was geht hier maximal. Und wir haben eine Tech-Düse drin, die ist schon vorbereitet dafür, mit einem Vario und Höhenmesser drin. Das ist der GPS-Logger 2 aus dem Hause SM Modellbau. Das ist ein älteres Modell, es gibt auch schon den GPS-Logger 3. Dann haben wir die Version mit den Klappschrauben für den Bodenstart mit dem Fahrwerk drin. Fahrwerk könnt ihr auch in einem separaten Film sehen, wie das in einem Zeitraffer gebaut worden ist, mit einigen Tipps und Verbesserungsvorschlägen dabei. Und jetzt packen wir den mal aus. Der wird einmal in 3S geflogen für den Handstart und einmal in 4S mit dem Bodenstart. Und auf die Frage, weil einige ja schon wussten, dass ich die Kiste da bald einen Testbericht mache, habe ich einige Antworten gefunden. Es hieß, ja, ich habe doch ganz viele kleine Empfänger. Jetzt will ich mir aber den Vogel kaufen, aber wie kann ich das machen, dass ich jetzt auch noch die F-Schleppkupplung bedienen kann, das Fahrwerk bedienen kann? Das sind ja alles Zusatzfunktionen zu Querruderhöhen oder Seiten oder Motor und Flaps. Ja, dann gebe ich euch meinen Tipp. Es gibt den Micromatch. Das ist ein V-Kabel, was man sich einstellen kann. Dann wird hier eine Bluetooth-Schnittstelle angebracht. Und dann über das Handy könnt ihr die Nullpunkte, also hier geht das an den Empfänger ran, eins, und ihr habt 2 Servos jetzt hier, zum Beispiel für die Querruder. Da könnt ihr die Querruder damit über einen Kanal fahren. Hättet schon einen frei. Um noch einen frei zu kriegen, nimmt den zweiten, schließt er die Flaps an. So, und so kriegt er dann quasi über den Kanal die, habt ihr 2 Kanäle frei. Zum Beispiel für die F-Schleppkupplung oder auch fürs Einziehfahrwerk. Nur als Tipp am Rande. Wie gesagt, mit der 4S-Version für den Bodenstart werden kleinere Latten benötigt, die natürlich die Bodenfreiheit gewährleisten. Als Austausch dieses doch sehr harten Klettbandes zur Befestigung des Akkus habe ich mir erlaubt, einfach ein leichteres, das ist ein bisschen leichtgängiger, hat aber genauso die haftende Wirkung, sodass der Akku nicht rausfliegt oder die Position verändert. Würde ich eher darauf gehen, weil das ist einfach zu fest in dem kleinen Rumpf, in Anführungsstrichen mit großen Händen, große Kraft aufzuwenden. Das ist dann nicht notwendig. So, dann kommt das Haupttuning-Argument. Ihr wisst ja, dass die Schaum unten so einen großen Keil haben. Das heißt, am Querruder und den Klappen ist so ein breiter Spalt. Und der Widerstand eines Tragflächenprofils muss ja so gering wie möglich sein. Das heißt, wenn die Verwirbelung hinter dem Profil wieder zusammenkommen, entsteht eine Wirbelschleppe. Und je größer die ist, umso höher ist auch der Widerstand. Also die Maschine wird gehalten. Um das ein bisschen aeroflutschiger zu machen, und jetzt seid mir nicht böse, wenn das schon gleich ausverkauft ist, das hat man nämlich häufig, wenn Modellpilot EU einen Testbericht macht. Hier haben wir etwas, und zwar ist das zum Spaltabkleben. Der Spalt, der hier abgeklebt wird, ist unterhalb des Höhenruders zu sehen. Das zeige ich euch gleich. Die Flaps von der Tragfläche sowie auch die Querruder von der Tragfläche. Das Seitenruder selbst hat eine Hohlkehle. Das ist schon mal aerodynamisch wesentlich besser als wie bei anderen Maschinen. Die ist einseitig hier mit einem, sagen wir mal, so einem Haftstreifen, der hier mit einer Schutzfolie abgezogen werden kann, und dann klebt ihr das einfach auf. Ich zeige euch das gleich auch am Beispiel.
So, holen wir es mal vorsichtig raus. Hier dieser Spalt ist extrem, seht ihr das? Und der ist jetzt einfach abgeklebt. Und dadurch kann die Strömung hier nicht verwirbeln. Ja? Kriegt man das gut drauf? So, und so ist das wunderschön. Hier hochgeklebt bis hier oben hin. Hier unten müsst ihr so ein bisschen reinrutschen und dann habt ihr, so wie es jetzt hier ist, liegt die Strömung satt an. Auch so liegt die Strömung satt an. Ich habe hier die Kante noch gelassen. Die ist genauso verwirbelungserzeugend, also widerstandserzeugend. Die bitte einfach mal abschleifen. Mit einem, so ganz leicht, dass diese Kante, die produktionsbedingt ist, auch hier, dass das hier gerade ist. Ja? Das bremst zu sehr. Also wie gesagt, den großen Widerstand haben wir jetzt quasi hier schon weg, weil diese hier unten in der Zone, da läuft ja hier die Luft entlang, das haben wir jetzt in Verwirbelung schön weg. Also müsste die Leistung eigentlich besser sein. Was haben wir noch? Wir haben einen Multiplex-Stecker. Dieser Multiplex-Stecker, den kennen wir von den Akkus her. Dieser Multiplex-Stecker ist jetzt für den Plus-Minus und für den Impuls der Servos zuständig, hier und da. Und wenn wir das zusammenstecken, nämlich den Holm jetzt hier in die andere Tragfläche hinein, dann sind die automatisch angeschlossen, die Servos, an den Kabelbaum, der aus dem Rumpf rauskommt. Das machen wir jetzt sofort. Holen wir dazu erstmal den anderen Part raus. Ihr seht, hier sind die Gegenstücke und dann kann man es einfach reinschieben, fertig, angeschlossen. Man hat das ganze Theater nicht mehr, hier diese fummelig im halb zusammengesteckten Zustand, die kleinen Steckerchen da rein zu jucken in die Buchsen. So, innen drin sieht es sehr aufgeräumt aus. Hier drunter liegt das Fahrwerk, was hier eingebaut ist. Da seht ihr auch eine kleine Sequenz mit Bautipps gleich im Anschluss nach dem Testbericht. Und hier haben wir einen 9er Empfänger verbaut aus dem Hause Powerbox und daran über die Telemetrie den GPLS Logger 2 angeschlossen, der mit einer Tech-Düse, und das ist auch vorbereitet hier, mit einem Schlauch, das geht hier hinten am Seitenruder entlang, zeige ich euch mal kurz, Seitenruder kann man aufmachen. Da wird der Schlauch einfach durchgeführt. Hier oben mit der Aufnahme und dann geht der Schlauch bis hier hinten durch zum... Und das Seitenruder ist mit einer Hohlkehle echt schön gemacht. So, und ihr wisst, mit diesem Tuning-Effekt, den wir jetzt haben zum Spalt, zur Spaltüberbrückung, haben wir jetzt auch den Vogel wirklich zum maximalen aerodynamisch optimiert. Stecken wir den mal zusammen. So. Eins. Dazu öffnen wir die Haube. Holen jetzt, wo ist er hin? Wo ist er weg? Wo ist er ganz weg? Hier. Ah, kannst du mir mal bitte geben? Stecken wir den zusammen. Und den zusammen. Warte mal. So. So, jetzt einfach reinschieben. Danke. Und jetzt sind die Tragflächen fest verbunden und die Servos sind angeschlossen. Jetzt gehen wir zum Höhenruder über, haben hier die Nylonschrauben. So,
setzen es an. So. Und ziehen es jetzt mit dem Schraubenzieher fest. Dann hätte man es schon fertig. Ja, das Fahrwerk ist hier unten eingebaut, hat eine Klappe, das zeige ich gleich zur Funktion. Wir haben hier drunter Messpunkte für den Schwerpunkt. Die füllt ihr ganz deutlich. Hier unten drunter sind so kleine Bubbelchen. Und da muss der, wenn die Haube geschlossen ist und der Akku in der richtigen Position, wir haben ja einen 3S und einen 4S, dann jeweils auch so ungefähr den Schwerpunkt halten. Soweit, jetzt wird alles weiter vorbereitet und ihr seid gleich dabei, wenn es dann zum Flugtest geht. Bis dahin.